Ich freue mich auf den großen Georg Schramm. Herzlich willkommen. Wenn Sie, ja, mein Gott. Hören Sie. Darf ich auch mal was sagen? Ja? Wenn Sie mich mit Ihrem Getöse nicht unterbrochen hätten, dann hätte ich Herrn Becker noch was sagen können. Ich hätte ihm gerne gesagt, bei allem Respekt vor seiner Art, diesen prachtvollen Abend zu gestalten, den ich wirklich habe, ist mir der Ton immer noch zu flapsig. Wir sehen dem Verfall unserer Zivilgesellschaft entgegen und da brauchen wir starke Gefühle. Und flapsig ist kein starkes Gefühl, überhaupt kein Gefühl. Wir müssen nach starken Gefühlen Ausschau halten, um dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen. Und was ist ein starkes Gefühl? Sie werden nicht darauf kommen in Ihrem Zustand, in dem Sie mittlerweile sind. Es ist der Zorn. Der Zorn ist mein persönliches Lieblingsgefühl, wenn ich das sagen darf. Ja? Abgesehen. Sie würden mir und meinem Zorn einen großen Gefallen tun, wenn Sie mich nicht dauernd durch Händchenpatschen unterbrechen würden. Ja? Allein das Wort nicht, habe ich doch gerade gesagt. Allein das Wort Zorn, lassen Sie es mal nachklingen. Ist ja fast lautmalerische Qualität. Stammt aus dem Westgermanischen. Wird übrigens überhaupt kaum noch benutzt. Nicht verwechseln mit der Wut, bitteschön. Der unbeherrschten, zügellosen Schwester des Zorns. Die Wut wird dauernd benutzt, der Zorn selten. Sowohl das Wort als auch der Zorn selbst, was ich persönlich sehr bedauere. Immerhin hat kürzlich Jutta Limbach, können Sie sich erinnern, nein, Sie nicht, die ehemalige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, hat kürzlich eine Rede über die Qualitäten des Zorns gehalten. Bedauerlicherweise nur bei der Eröffnung von Opernfestspielen, also quasi Theaterdonner, für nichts, nicht? Ich möchte zur Bedeutung des Zorns für Sie, damit Sie mir folgen können, einen Papst zitieren. Nicht, weil ich mich bei Ihnen hier im Schatten des Doms anbiedern will, sondern es gibt Päpste, sich lohnt zu zitieren. Man muss weit zurückgehen, 1500 Jahre, aber dann klappt es. Nicht wahr? Papst Gregor der Große, 6. Jahrhundert, kann auch eins mehr oder weniger gewesen sein, ist ja egal. Nicht wahr? Papst Gregor hat gesagt, die Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht. Das war ein toller Satz, was? Im 6. Jahrhundert, nicht wahr? Ja, also, was machen wir damit? Nicht mit diesem Zorn, wenn er so ist. Was ist das Böse, dem wir uns mit Vernunft und Zorn entgegenstellen? Ist es das Duo Infernal, Merkel-Westerwelle? Nein, weiß Gott nicht. Das ist nicht das Böse. Das sind nur vielleicht kleine Mitesser des Bösen. Kleine Furunkel am Gesäß des Bösen, nicht wahr? Wenn wir die aus... Ja, wenn es ein bisschen unappetitlich ist, dann werden Sie wieder munter, nicht wahr? Wenn wir diese kleinen Mitesser ausgedrückt haben, dann wachsen noch nebenan neue. Das ist bei Furunkeln so. Als Nachfolge für Furunkel Westerwelle, da sind schon Dirk Niebel und Christian Lindner im Gespräch. Da müssen wir uns dann noch freuen. Nicht! Da müssen wir uns dann noch freuen, weil uns dann Eiterköpfchen von Birgit Homburger erspart bleibt. Das ist die Situation. Und hinter Merkel, da kommt dann Uschi von der Leyen und Gutenberg, die beiden beliebtesten Politiker Deutschlands. Das sind Augenblicke, da bin ich froh, alt zu sein. Damit ich nicht jeden denkbaren Schrecken miterleben muss. Was wollte ich denn jetzt? Jetzt habe ich mich verzettelt wegen diesem blöden... genau, wir suchen nach dem Bösen. Das ist es. Das Böse, dem wir mit der Kraft des Zornes etwas entgegensetzen. Wir müssen unweigerlich über die Habgier und die Gier reden. Das ist nämlich die Triebfeder des Bösen. Sie wissen es nicht, aber man weiß es seit Jahrhunderten. Die Religionen, alle großen Weltreligionen haben die Gier geächtet. Die modernen Wissenschaften haben eine besondere Eigenschaft der Habgier nachgewiesen, nämlich folgende. Ich sage es Ihnen, das ist seit Jahrtausenden beschrieben worden. Sie haben keine Ahnung. Offensichtlich hat niemand eine Ahnung. Wer habgierig ist, dessen Wunsch nach mehr Geld und Besitz wird nicht dadurch gestillt, dass er in Erfüllung geht, der Wunsch. Nicht der Besitz, nein. Der Erwerb stillt die Gier. Deshalb muss immer weiter erworben werden, um die Gier zu befriedigen. Aber es hat die Habgier mit aller zivilisatorischen Kraft von Herz, Hirn, Vernunft, Religion zu bekämpfen. Was haben wir gemacht? Wir haben sie zum erfolgreichen Grundprinzip unserer abendländischen Zivilisation gemacht. Also merke, der Kapitalismus basiert auf der seltsamen Überzeugung, dass widerwärtige Menschen mit widerwärtigen Motiven irgendwie für das Gemeinwohl sorgen werden. Den Satz können Sie sich ins Poesiealbum kleben. Er stammt nämlich nicht. Sie können es
Du kannst ruhig reinkleben, der Satz ist nicht von Karl Marx, obwohl er so klingt. Er ist vom besten Kenner der vergangenen Weltwirtschaftskrise vor 80 Jahren, John Maynard Keynes. Ein Ökonom, der Gott sei Dank wieder viel zitiert und gelesen wird. Ich sage, wie soll man? Und wir haben also eine systemische Bedrohung unserer Weltgemeinschaft. Und um einer systemischen Bedrohung zu begegnen, brauchen wir ein anderes Geschäftsmodell natürlich. Aber so ein Systemwechsel erfordert Mut, großen Mut von den Politikern. Sie kennen unsere Regierung. Hat da jemand Mut? Von der FDP brauchen wir gar nicht reden, nicht wahr? Aber die Union, die CDU, CSU, haben die Mut, die haben ja noch nicht mal die Zivilcourage, ihre Kanzlerin offen zu kritisieren. Dazu muss man die Unionisten schon in eine Einzelkabine führen, wo sie dann ihr kleines, dünnes Stimmkärtchen gegen Merkel erheben und jetzt, Achtung, Höhepunkt christdemokratischen Heldentums, heimlich den konservativen Bruder im Geiste Gauck wählen. Da muss schon ein Zuchtmeister wie Koch kommen, der erfahrene Eintreiber jüdischer Vermächtnisse, muss die Unionisten vor dem dritten Wahlgang an der nicht vorhandenen Ehre packen, damit Christian Wulff, das wahre Vorbild christdemokratischer Selbstgenügsamkeit bundesdeutscher Gruß-August werden konnte. Thomas von Aquin, nicht! Jetzt lassen Sie es doch mal! Mein Gott, Sie reißen es doch aus dem Zusammenhang! Unangenehme Eigenschaft von Ihnen. Wer hat Ihnen das denn beigebracht? Sind Sie hier beim Warm-up aufgeputscht worden, oder was? Ich wollte noch Thomas von Aquin erwähnen. Der hat schon vor 600 Jahren vor Typen wie Christian Wulff gewarnt. Ja, er hat gesagt, die blasse Harmlosigkeit, die sich leider oft mit Erfolg für Sanftmut ausgibt, sollte doch niemand für eine christliche Tugend halten. Thomas wurde posthum heilig gesprochen, Christian zu Lebzeiten Bundespräsident. Sowas nährt unseren Zorn und wir sollten unseren Zorn hegen und pflegen. Wir sollten ihn auf die Zornbank tragen, auf dass das Konto voll wird. Aber wir dürfen es nicht zu früh entleeren. Wir müssen sorgfältig damit umgehen. Der Einsatz will wohlbedacht sein, denn das kleine Zornhandwerk ist dazu verurteilt, sich in verlustreichen Pfuschereien zu erschöpfen. Finden Sie das nicht eine tolle Formulierung? Ich bin begeistert. Das ist von Sloterdijk. Habe ich in seinem Buch über den Zorn gelesen. Das ist meine neue Bettlektüre. Ich wüsste gerne, was der so nimmt, damit er solche Sätze schreiben kann. Also wüsste ich echt mal gerne. Also Alkohol allein, das kann es ja auch nicht sein. Ich, ja, Sie lachen, Sie werden es am besten wissen, nicht wahr? Sie wissen ja, beim Rheinländer kommt beim Suff nur Klüngel und Karneval raus. Sonst was anderes kommt ja nicht. Habe ich was vergessen, Herr Becker? Von mir aus nicht. Georg Schramm, meine Damen und Herren.